Na hallihallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Kloxen, wir spielen Crypt of the Necrodancer Amplified. Heute ist Freitag für euch, das heißt, hier gibt es heute einen Lauf in einem anderen Modus als Cadence. Hab mich sonst immer so mit dem Baden aufgehalten. Für heute habe ich mir gedacht, machst du mal was anderes. Und ich werde mir den Dove-Modus vornehmen. Dove heißt Taube, heißt Friedenstaube hier, der Pazifisten-Modus. Das heißt, man selber verteilt keinen Schaden und die Ausgänge sind freigeschaltet. Man versucht durchzukommen, ohne Schaden anzurichten, ohne Gekabbel, ohne Gekloppe. Ich bin gespannt, wie interessant das wird. Hab's selber noch nicht gemacht. Das wird hier quasi für mich auch ein erster Lauf. Zur Probe, Zone 1. Ausgangstreppe entsperrt. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich erstmal total umdenken. Wie macht man dann Geld? Moment. Ach so. Okay. Man verwirrt Gegner, wenn man sie versucht anzugreifen. Ja, es gibt keine Waffen im Laden. ja. Okay, das wird interessant. Das ist natürlich doof mit dem Schleim, der sich nicht vom Platz bewegt. Man kriegt doch keine Kisten auf. Okay. Okay, das wird interessanter, als ich dachte. Zieh dich. Na ja, gut, scheiß auf den Diamanten. Oh, oh Gott. Angriff ist eine Blume, alles klar. Das ist gut zu wissen. Okay, da muss ich echt aufpassen. Kann ich sie mit einer Bombe? Okay. Bomben sind erlaubt. Aha. Interessant. Ich versuche mir hier gerade ein Bild von zu machen, wie das für den restlichen Tag aussehen wird hier. Wir werden uns mal... Hier stehen keine Preise dran. Warum stehen hier keine Preise dran? Jetzt habe ich eins gekauft und kann das andere nicht mehr kaufen. Es wird ja mal besser. Kann ich sehr pazifistisch die Wand kaputt hauen? Jawohl. Das ist ja auch mal interessant. Kann ich den Shopkeeper verwirren? Nein, Gott sei Dank. Okay. Es ist ja... Was ist denn das? Lass dich in meiner Nähe treffen. Lass dich in meiner Nähe treffen, okay. Aha! Okay. Das war auch schon wieder sehr verwirrend. Der bewegt sich schon wieder nicht vom Platz, alles klar. Danke. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh mein Gott. Beweg dich doch mal, Mann. Hau ab. Gott. Oh je. Na, gehen wir doch einfach weiter. Haben wir den Käse schon gegessen? Natürlich. Was ist denn jetzt? Jetzt sind ja bestimmt nur Rüstungsgegenstände in den Kisten drin, in den schwarzen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja auch mal was ganz anderes hier. Ach, das kostet einfach mal nichts. Okay. Der Laden kostet nichts. Da sammle ich ja übelstes Geld. Oh Gott, was auch immer jetzt gerade kaputt gegangen ist. Es ist kaputt gegangen. Ich würde hier gerne raus wollen. Das macht der Power Ranger jetzt nicht gerade einfacher. Okay. Das war Nummer 1 im Dove-Modus. Ich bin angenehm verwirrt. Und wir machen weiter. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn euch das zu doof ist. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Wenn euch das zu doof ist. Ja,
Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es ist strategisch auf jeden Fall mal was anderes. Ja, hau doch einfach ab. Wir werden das definitiv für heute erstmal so durchziehen. Na toll, hier kann ich erstmal gerade gar nichts machen. Ach nee, der dürfte dann eigentlich in die andere Richtung springen. Sehr schön. Okay. Das ist ja quasi ein Pazifisten-Diebesmodus. Schön, hau da einfach ab. Ich gehe dann lieber. ja, gucken wir doch mal, was wir sonst so finden. Okay, also ja, gut. Also die Shops scheinen einen Gegenstand zu verschenken und dann war's das für den Shop. Das ist eine interessante Wendung, definitiv. Da muss man sich dann entscheiden, wäre ja auch doof, wenn es anders ist. Oh, da hat sie gerade Mitleid mit dem Skat gehabt, so wie es aussieht. Na toll. Eine Möhre. Okay, hier, das wissen wir jetzt langsam. Hier gehen wir lieber nicht in den Weg. Was macht die Krone gleich wieder? Teleport, ne? Teleport bei Treffer. Oh, das ist diesmal aber, das ist diesmal gut. An den versuchen wir mal ranzukommen. Oje. Ach shit, jetzt haben wir das Monokel nicht mehr. Nee, dann bleiben wir lieber beim Monokel. Das ist günstiger. Bombenzauber können wir in dem Moment definitiv auch gebrauchen. Dass man die Gegner verwirrt. Was ist denn denn mit den Kobolden in Akt 3? Die weggehen, wenn du auf die zugehst und zu dir kommen, wenn du von denen weggehst, ist das dann bei denen andersrum. Na toll. Gott, das wär... Oh Gott. Jo, Quarzrüstung, definitiv. Meine Fresse. Ich hab eine Möhre, ist die Möhre. Mann, jetzt bin ich schon wieder hier zwischen Sodom und Gomorra. Mann, ey. Huch, das tut mir total leid. So, Pumps, Glaspumps oder Keule, da nehme ich die Keule. War eine ganz schwere Entscheidung. Können wir auch direkt essen, ne? Ja. So, wie sieht's denn aus? Wo müssen wir hin? Danke. Runter zu, okay. Na toll. Na toll, das ist ein bisschen doof jetzt hier, ne? Das ist ein bisschen... Oh, Kacke. Aber ich krieg Wände kaputt. Ist ja interessant. Haut doch mal alle ab. Ah! Da sind so viele Leute hier. Kacke. Eingekesselt. Eingekesselt. Da kannst du nicht viel machen. Vor allen Dingen, wenn der Beat dich drückt, quasi. Oje. Wir gehen mal kurz zur Lobby zurück. Weil Diamanten und so. Die Harpe. Was hat sie gesagt? Ich habe nicht zugehört. Die Harfe, ach so. Cookies kriegt man. Cookies geben 0,5 Herzen an Leben, wenn man die futtert, aber kriegt dann 6 Stück davon. Hä? Okay. Das ist eine Möglichkeit. Ich brauch aber trotzdem immer so ziemlich komplett Leben. Der hat immer noch nichts. Na gut. Hatte ich den nicht schon freigeschalten? Waffe durchdringend. Waffe durchdringend. Jo, den nehmen wir mit. Was ist denn... Achso, das war der Erdzauber. Den... Da habe ich jetzt gar keinen Hype für. Deswegen nehmen wir mal die Kekse. Und den Glasarmor kannst du ja echt in die Haare schmieren.
Ja, Zone 1 bleibt. Ich glaube, der Zonenmodus wird dir nicht viel bringen fürs Erste. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir für Doof auch noch alle anderen Zonen freischalten müssen. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Also anscheinend scheinen die im Generellen, wenn die verwirrt sind, in eine andere Richtung zu gehen, als sie normalerweise würden. Danke. Das war jetzt völlig beabsichtigt. So, jetzt haben wir ein paar Kekse. Haps, 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 haps. Wisst ihr? Halbes Herz. Okay, Affenpfote hatte ich auch noch nicht so verstanden. Irgendwas mit Klammergegnern. Na toll. Ihr schafft das schon. Danke. Danke. Ich würde gern durch wollen. Durch, habe ich gesagt. Fuck, ey. Mann, Mann, Mann. Das ist total doof. Galauer. Ein Schenkelklopfer. So, das bringt mir nicht viel. Das auch nicht, wenn da hinter der Gelbe lauert. Ring des Glücks, alles klar. Was hat man da? Was hat man hier noch? Ein Herz weniger, plus ein Herz weniger Gegner. Ja, super. Das hast du ganz toll gemacht, gelbes Skelett. Das ist schön ausgenutzt hier, dass ich lesen wollte. Weiter geht's. So, eigentlich, wenn man es nicht gerade darauf abgesehen hat, viel Geld zu horten, um im Shop irgendwas zu kaufen, was natürlich Blödsinn ist, weil es nichts kostet. Also eigentlich brauchst du kein Geld. Ist so. Eigentlich brauchst du kein Geld. Schutz vor Bomben, definitiv. Eigentlich brauchst du kein Geld. Das heißt also einfach bloß durch zum Ausgang. Das werde ich mal testen. Also Ziel ist es ja einfach so schnell wie möglich zum Ausgang zu kommen. Alles klar, das kann ich mir alles in die Haare schmieren hier, den ganzen verdammten Laden. Toll. Du musst ja echt aufpassen, wen du verwirrst. Grüner Drache. Das ist jetzt richtig doof. Man fliegt eigentlich die ganze Zeit bloß vor dem Drachen. Was das für. Okay, das bringt mir hinten erstmal direkt überhaupt nichts. Dankeschön, Skelett. Hau ab. Ja, wir klappern die Läden ab, um zu gucken, was wir schnorren können. Okay, Verteidigung oder die Überraschung in der Kiste. Ich nehme die Verteidigung. War eine rote Kiste, also es wäre ein Verbrauchsgegenstand gewesen. Wahrscheinlich Kekse. Das ist echt interessant. Und ich krieg von vornherein die Wände kaputt. Das ist total interessant. Super. Oder ist es die Quarzrüstung, die so schnell kaputt geht? Kacke, verpiss dich. Danke, danke. Los, raus hier. Mann, Mann, Mann. Wie ist denn das mit den Bossen? Da bin ich ja auch schon gespannt drauf. Okay, Abenteurerstiefel, jo. Ess mal was, wa? Einmal nichts. Das ist ja nicht viel. Das ist definitiv mal eine Abwechslung, kann ich gar nicht anders sagen. Danke. Ach Gott. Die meisten Räume kannst du dir hier echt schenken in dem Modus. Außer du siehst halt irgendwo eine Kiste. Danke.
Ist er nicht kaputt? Okay. Toll. So. Ach so, ja gut, Zone 1. So ein Scheiß aber auch. Das war einmal durch. Wahnsinn. Wie tue ich denn das jetzt abstempeln? Als Versuch? Ja, ne? Irgendwie schon. Okay, zurück zur Lobby. Ja, dann sind wir bereit für den Alle-Zonen-Modus. Was? Alle Lobbyverbesserungen freigeschaltet, weniger Gesundheit. Was natürlich total meinem Wunsch entspricht. Okay, können wir gleich wieder gehen aus dem Raum. Es ist ja nichts drin, was uns irgendwie interessiert. Interessant. Drei Bomben. Da wäre der Mönchsmodus auch noch interessant, weil der kriegt ja irgendwie. Der versucht ja ohne Geld über die Runden zu kommen. Hau ab. Na, das gibt's nicht. Hinter der Tür erwischen mich die dämlichen Skelette irgendwie immer. Genauso wie die Affen. Items. Das kann man so schlecht lesen. Items werden Obsidian. Okay, davon haben wir ja Gott sei Dank schon ganz viele. Erlischt die Lichter und alle Items werden zu Glas. Okay, der links ist mir neu. Okay. Dann sind wir in Zone 2. Das ist total toll. Mützenmultiplikator verloren. Achso, das war jetzt das wieder. Okay. Den Schrein merke ich mir. Der ist gemein. Den Schrein merke ich mir. Da stand nämlich nicht dran. Oder ist das. Ist das da mit allen Schreien in diesem Portal halt so? Durchaus möglich. Jetzt kann ich schon wieder direkt rausgehen hier. Es wäre natürlich möglich, dass die Bezahlung für diese. Toll. Die Bezahlung für diese Schreine halt ist, dass man Schaden bekommt, wenn man. Dass man ab dann immer Schaden bekommt, wenn man den Beat verpasst. Das wäre für mich definitiv nicht so optimal. Okay, alle verwirrt und raus. Muss ich hier sein? Geht's hier irgendwo lang? Nö, ne? Doch, da oben. Ja, es tut mir total leid. Ich habe schon fast die Taste nicht getroffen. Was mit dir? Alle Gegner sehen. Ja, nö. Obsidian-Rüstung ist ja definitiv besser. Finde ich. Ist ja immer eine persönliche Präferenz. Krank. Na, das war ja einfach. Danke. Man friemelt sich hier so ganz unauffällig durch die Räume. Außer da steht ein verdammt schwarzes Skelett irgendwo rum. Hier muss ich auch überhaupt nicht lang. Ah, Kacke, jetzt bin ich schon wieder eingekesselt. Na toll. Das ist scheiße. Was macht man in der Situation? Sich so lange verteidigen, bis das Lied zu Ende ist. Na toll. Ich krieg jetzt hier auch keinen Vorteil, wenn ich die Verwirrung aufgeben würde. Oh Gott, das ist ja toll. Das ist jetzt richtig gemein. Also ich weiß nicht, ein Bug ist es natürlich nicht, aber gameplay-technisch natürlich doof. Ja, das heißt, wir warten jetzt, bis das Lied zu Ende ist und bis wir falltürenmäßig ins nächste Level geschubst werden. Was dann übrigens auch der Boss ist.
Das ist doof. Ich hasse die Skelette. Ich habe auch keine Bombe mehr. Das wäre natürlich das Obergeniale jetzt so. Sorry für das, aber tja, kann ich jetzt nichts für. Ich merke auch gerade, der Doof-Modus hat leider keine eigene Musik. Was ein bisschen schade ist. Ja, toll, das ist jetzt total interessant. Also, egal wie das jetzt hier ausgeht, ich werde dann noch einen Laufenden dranhängen, einfach als Kompensation für den Blödsinn hier. Ich will das jetzt nicht rausschneiden, weil muss man halt auch mal erlebt haben. Man kann hier echt leicht eingekesselt werden als Pazifisten-Modus. So richtig aussortiert kriegt man die Gegner halt auch nicht, hast du ja vorhin gesehen. Schon nicht leicht. Ja, der Mönchsmodus wäre natürlich auch mal interessant. Ah, das nehmen wir uns ein andermal vor. So, haben wir es jetzt gleich, ja? Okay, Lied zu Ende und man stirbt. Ernsthaft? Das ist ja komisch. Also getroffen haben sie mich jetzt auf jeden Fall nicht. Das kam jetzt überraschend. War das Lied zu Ende? Ja, das Lied war zu Ende und ich bin gestorben. Das ist gemein. Das ist gemein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Komisch. Also, wie gesagt, einen noch. Okay, können wir gleich wieder gehen. Da ist nichts, da gehen wir wieder. Nein, da wollte ich lang. Jetzt muss ich ja warten, bis ich den in eine andere Richtung schicken kann. Was haben wir denn da? Na toll. Verwandelt Gegner in der Nähe. Aha. Dann nehmen wir doch lieber den Bombenzauber. Multiplikatorfackel, okay, es ist jetzt nicht so unbedingt, was ich mir erwartet hätte. Hau da einfach ab. Und weiter geht's. So, die Bombe konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, Käse oder Karte? Die allumfassende Frage. Dann nehmen wir den Käse. Ich habe so schon Probleme mit der Gesundheit. Hau ab. Weiter. Tschüss. Du musst echt aufpassen, dass du hier nicht eingekesselt wirst. Oder bei sowas zum Beispiel. Tschüss. Käse essen, weiter geht's. Danke. Toll, wäre der Geist nicht in der Nähe, wäre das Skelett jetzt straight in die Stachelfalle gelaufen. Okay, das schafft ein paar Probleme aus dem Weg, das ist super. Wie blöd die Flammäuse. Naja. Eine Sache, wo man auf jeden Fall von lernen kann. Jo, interessanter als ich dachte, der Friedenstauben-Modus hier, der Pazifisten-Modus. Behalte ich im Hinterkopf. Mal gucken, was wir nächsten Freitag machen. Ich weiß es noch nicht. Nocturna, ne? Ist ja Amplified. Man könnte auch Vampir-Lady-Modus machen. Wollen wir mal sehen. Werde ich nicht vorweggreifen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Einfach sehen. Okay, ja, ich hoffe, es hat gefallen für heute. War es das soweit? Mein Name ist Jake Kloxen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Tag erstmal. Tschüss.